Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Hi! Ich mache heute nach langer Zeit wieder eine Challenge. Die letzte Challenge, die ich gemacht habe, glaube ich, war die Jelly Beans Challenge. Allerdings mache ich heute die Smoothie Challenge. Für Leute, die diese Challenge nicht kennen, ich habe hier eine Box, wo 20 Zettel drin sind. Nice! Und auf 10 dieser Zettel, also auf der Hälfte dieser Zettel, den Sachen, die einem Smoothie im Normalfall gut schmecken. Und auf 10 dieser Zettel stehen Sachen, die im Normalfall einem Smoothie nicht so gut schmecken. Wie zum Beispiel Kräuterbutter und so weiter. Von diesen 20 Zetteln ziehe ich dann genau die Hälfte, also wieder einmal 10. Und die Sachen, die auf diesen 10 Zetteln stehen, die mache ich dann meinen Smoothie drin. Ja, den Smoothie trinke ich dann, übergebe mich vielleicht, muss trauern. Und ich mache dann Eiswürfeln draus, einfach nur, weil ich es kann. Und viel Spaß. Okay, ich habe die 20 Zettel jetzt hier gut verteilt. Übrigens, hier seht ihr die 10 Sachen eingeblendet, die in einem Smoothie gut schmecken, im Normalfall. Und hier die Sachen, die in einem Smoothie im Normalfall nicht so gut schmecken. Und ich fange jetzt mit dem ersten Zettel an. Eine Karotte. Ich mache jetzt eine Karotte in mein Smoothie rein. Dann nehme ich noch diesen. Gurkensaft. Also ich nehme jetzt den Saft, den immer in den Seegurkengläser drin ist. Mache das in meinen Smoothie rein. Lecker. Dann eine Scheibe Toastbrot. Du bist mein Toastbrot. Apfelsaft. Ja, also Seegurkenwasser und Apfelsaft passt ja schon super beieinander. Eine Pfirsich. Also bis jetzt läuft es nicht gut, aber auch nicht schlecht. Es läuft so normal. In der Tat. Vanilleeis. Jetzt kann es nicht mehr schlecht werden. Doch kann es. Rohes Ei. Eine Chili. Okay, jetzt kann es eigentlich nicht mehr gut werden. Ich nehme Chili-Soße. Zwei Eiswürfel aus Jelly Beans. Also die Eiswürfel, die ich einmal gemacht habe bei der Jelly Beans Challenge. Die ist hier oben eingeblendet. Blaue Weintrauben. Das ist nicht so schlecht. Jetzt habe ich 10 genommen. Also eigentlich ist mein Smoothie so, ja. Danke, dass du unseren Horizont erweitert. Es sind gute Sachen dabei. Allerdings ein rohes Ei und Chili-Soße machen es eigentlich nicht gut. Ich gehe jetzt in meine Küche und mixe das. Okay, ich habe hier die Zutaten, die ich gezogen habe. Mache es jetzt hier in den Mixer rein. Und hier habe ich die Zettel, die ich gezogen habe. Und jetzt nehme ich einen nach dem anderen, damit ich nichts vergesse. Vanilleeis. Ich nehme einfach 2 Esslöffel. Erster Esslöffel. Zweiter Esslöffel. Eine Karotte. Chili-Soße. Es kommt ein wenig raus. Okay, das ist jetzt genug. Vanilleeis und Chili-Soße passt ja richtig gut beieinander. Apfelsaft. Das ist genug, glaube ich. Vanilleeis, Apfelsaft und Chilisauce. Deswegen beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger. Rohes Ei, direkt aus der Eierschale. Sieht ja bis jetzt richtig lecker aus. Blaue Weintrauben. Ich habe sie reingemacht. Eine Scheibe Toastbrot. 2 Eiswürfel aus Jelly Beans. Gurkensaft. Also Gurkensaft und Toastbrot würden doch ein wenig beieinander passen. Aber der ganze Rest nicht mehr. Und dann noch ein Pfirsich. Ich mache jetzt das Resultat, was ziemlich stark nach Apfelsaft riecht, in diesen Glas rein. Jetzt riecht es nach Chilisauce und nach sonst nichts. Jo, alles klar, Dick!
schmecke nicht mehr. Es schmeckt nach Kotze mit Chili-Soße und Apfelsaft. Es schmeckt nur noch nach Chili. Ich habe zu viel Chili da reingemacht. Aber rohes Ei und so schmecke ich gar nicht. Hier ist das Resultat und jetzt, hier ist ein Video, hier ist ein Video, hier ist der Kanal und tschüss.